Ja, und jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, weil diese Route gestern und heute ja echt nicht so schön war. Es war so viel Verkehr, die Straßen sind so eng, man wird dicht überholt. Ja, deswegen sind wir so ein bisschen am Hadern, wie wir jetzt weiterfahren. Morgen aus einem neuen Land, denn wir haben gerade eben die Grenze nach Montenegro überquert. Hier in Montenegro werden wir jetzt so etwa 10 Tage wahrscheinlich bleiben. Erst ein bisschen an der Küste lang fahren und dann ins Landesinnere. Und wir sind gespannt, was uns hier erwartet. Wir sind gerade an einer älteren Dame vorbeigefahren, die ihr Obst am Straßenrand verkauft hat. Und die hat uns ein paar Feigen geschenkt. Sehr nett von ihr. Direkt das erste Gastgeschenk hier bekommen in Montenegro. Jetzt probieren wir erstmal die Feigen. Sehr lecker. Montenegro ist mit nur knapp 700.000 Einwohnern einer der kleinsten Staaten Europas und auch einer der neuesten. Die sind nämlich erst 2003 unabhängig geworden. Ich weiß nicht, ob man es da hinten schon ganz gut sehen kann, auch auf der Kamera. Aber wir haben wieder das Meer erreicht. Und das sieht hier von hier oben schon mal richtig schön aus. Da fahren wir jetzt noch ein Stückchen runter Richtung Küste. Wir sind jetzt in Bar angekommen und was wir jetzt machen müssen, weil wir ja in einem neuen Land sind, ist uns eine SIM-Karte zu besorgen, damit wir auch Internet haben. Und hier in Montenegro ist es sehr günstig. Und zwar gibt es jetzt hier ein Angebot 15 Tage, 500 Gigabyte für 10 Euro. Also von so einen Preisen kann man in Deutschland, glaube ich, nur träumen. Das war jetzt, glaube ich, der schlimmste Tunnel, den wir auf der ganzen Reise bisher hatten. Da war überhaupt nichts beleuchtet. Er ging auch noch um eine Kurve rum. Und dann war da so ein ganz schmaler Seitenstreifen mit so einem winzigen Bordstein. Und da bin ich einmal auch noch total gegengefahren mit dem Rad, mit dem Vorderrad, weil man natürlich nichts sehen konnte. Und dann ist das ganze Vorderrad weggerutscht und das Fahrrad zur Seite gekippt. Ja, da kamen natürlich auch gerade noch Autos und das war echt haarscharf. Gott sei Dank sind wir da wieder raus aus dem Tunnel. Aus dem Tunnel sind wir zwar raus, aber leider bleibt diese Straße sehr viel befahren. Also im Moment die Küste macht noch nicht ganz so viel Spaß, zumindest nicht zum Fahrradfahren. Wie?
Wir sind angekommen für heute. Heute sind wir mal auf einen Campingplatz gegangen, weil hier einfach an der Küste in Montenegro alles bebaut ist und es super schwer wäre, hier einen Wildcamping-Spot überhaupt zu finden. Ja, der erste Tag in Montenegro war ehrlich gesagt so ein bisschen durchwachsen, weil wir ja vor allen Dingen nach den ersten 20 Kilometern eigentlich die ganze Zeit an der vielbefahrenen Küstenstraße lang gefahren sind. Das hat wirklich sehr wenig Spaß gemacht und morgen werden wir diese Straße auch noch nehmen müssen. Mal gucken, wie es dann wird. Aber jetzt gibt es erstmal was zu essen noch und dann gehen wir heute rechtzeitig ins Bett und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann! Guten Morgen. Wir kochen uns gerade noch unseren Kaffee hier im Zelt, denn es hat heute Morgen schon ordentlich gewittert hier und geregnet. Deshalb ist es jetzt kurz nach 8 und wir sitzen hier immer noch. Jetzt sieht es aber schon etwas besser wieder aus und jetzt gucken wir mal, ob wir dann gleich losfahren. Genau, aber erstmal Kaffee. Wir haben jetzt kurz vor 11 und sind jetzt losgestartet, da, wie man sieht, das Wetter noch besser geworden ist. Und ja, wir müssen heute erstmal wieder, wie man wahrscheinlich schon hört, auf der vielbefahrenen Straße weiterfahren. Also die Lust hält sich noch in Grenzen. Mal gucken, wie das so wird heute. Es hat gerade richtig angefangen zu schütten und wir konnten uns hier gerade noch ein kleines Café retten und trinken jetzt erstmal einen Kaffee. Die Sonne scheint wieder, das heißt, wir können die Regensachen einpacken und weiterfahren. Wir sind jetzt angekommen an der Bucht von Kotor. Die gehört sogar zum UNESCO-Welterbe. Und viele sagen, dass das einer der schönsten Plätze an der gesamten Adria ist. Es sieht schon ganz nett aus hier auf jeden Fall. Wir sind jetzt an unserem Zeltplatz angekommen, wie ihr seht. Das Zelt ist auch schon aufgebaut. Wir haben gerade noch ein bisschen Wäsche gewaschen, die kann jetzt hier noch schön trocknen. Ja, und jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, weil diese Route gestern und heute ja echt nicht so schön war. Es war so viel Verkehr, die Straßen sind so eng, man wird dicht überholt. Es sind zwar zwischendurch immer mal wieder schöne Ausblicke, aber die kann man halt gar nicht richtig genießen, weil man praktisch nicht zur Seite gucken kann, weil man halt so aufpassen muss auf den Verkehr. Ja, deswegen sind wir so ein bisschen am Hadern, wie wir jetzt weiterfahren. Wir haben auch
Diese Strecke hier, die wir im Moment fahren, ist eine sehr beliebte Strecke für Radreisende und wir haben auch schon mit ein paar gesprochen und viele haben halt gesagt, dass es hier an der Strecke so bleiben soll. Die geht ja bis nach Kroatien runter, bis nach Dubrovnik. Genau, von Dubrovnik sogar noch weiter Kroatien, dann immer Richtung Norden an der Küste entlang und da soll es halt überall auch super voll sein. Viele Touris sind da, es ist dann auch teuer. Und eigentlich haben wir gar nicht so richtig viel Lust auf Touris, obwohl wir ja selbst auch welche sind. Genau, vor allen Dingen, ja. Und vor allen Dingen halt, wenn die Straßen so voll sind. Und man hat halt hier wenig Ausweichmöglichkeiten mit den Straßen. Ja, es gibt halt keine kleinen Wege, die sich irgendwie dann da noch langschlängeln. Ja, und jetzt haben wir schon lange hin und her überlegt, was wir machen und wie wir hier so schnell wie möglich wegkommen. Und wir haben beschlossen, Kroatien jetzt nicht mitzunehmen auf unserer Strecke, sondern uns Bosnien anzugucken. Mhm. Und deshalb wollen wir jetzt direkt eigentlich von hier ins Hinterland und dann nach Bosnien über die Grenze. Das einzige Problem, was es da gibt, um ins Hinterland zu kommen, sind so um die 1000 Höhenmeter, die man einmal hoch muss. Ich glaube, ihr seht die Berge da hinten, wir können die nochmal zeigen. Da müssen wir dann rüber. Aber ich glaube, das macht richtig viel Spaß, wenn man erstmal oben ist. Beziehungsweise auch die Fahrt hoch wird bestimmt richtig schön sein, weil man sehr viele schöne Ausblicke hat. Und vor allen Dingen weniger Autos. Ja. Von daher geht's morgen dann hoch. Und zwar wahrscheinlich den ganzen Tag. Genau. Guten Morgen hier von der wunderschönen Bucht von Kotor. Wir haben hier wirklich einen super Zeltplatz erwischt, mit einem Ausblick hier auf die Bucht, der ist echt gigantisch. Aber wir müssen ja jetzt heute auch schon wieder weiter, denn für uns geht's ja die Berge rauf. Also, jetzt noch schnell den Kaffee und etwas Haferbrei zur Stärkung und dann geht's los. Jetzt stehen wir direkt vor dem Berg. Wir müssen hier hinten gleich hoch. Die Berge sind so 1000 Meter hoch. Und ja, mit so ein bisschen Auf und Ab haben wir natürlich dazwischen. Dann sind das so 1300 Höhenmeter, die wir da heute hoch müssen. Wir sind jetzt kurz vor den Serpentinen, also wo es dann richtig hoch geht. Habe jetzt schon so 200 Höhenmeter auf dem Tacho und es ist schon ordentlich anstrengend, aber es geht noch. Deswegen sind wir noch frohen Mutes und freuen uns auf schöne Aussichten. Thank you.
Heute müssen wir hier ordentlich bergauf fahren und es ist auch anstrengend, aber trotzdem ist diese Strecke hier immer noch 100-mal schöner zu fahren als die Küstenstraße, die wir die letzten Tage hatten. Bis jetzt sind uns hier auf dieser Straße in den letzten 2 Stunden gerade mal 2 Autos entgegengekommen und man hat hier halt immer einen super Ausblick. Also es ist richtig schön und es entschädigt richtig für die letzten Tage, die so stressig waren an der Küstenstraße. Die ersten 700 Höhenmeter haben wir geschafft. Jetzt ist es aber ziemlich sonnig und heiß geworden und uns geht demnächst das Wasser aus. Wir haben jetzt noch so ein paar Kilometer, ich glaube so 2 oder 3, dann kommen auf jeden Fall ein paar Häuser und wir hoffen, dass wir da ein bisschen Wasser kriegen. Beim Vorbeifahren etwas entdeckt. Das sieht fast aus wie so eine Tiertränke oder so. Da gucken wir mal, ob wir da an Wasser kommen. Also das Wasser direkt wollte ich noch nicht trinken. Also das ist zwar ein Brunnen und das Wasser ist auch relativ, schmeckt relativ in Ordnung, aber da schwimmen unglaublich viele Teilchen drin, so kleine Sachen. Und vielleicht ist es nicht so gut, wenn wir das trinken, weil wir auch gar keinen Wasserfilter dabei haben. Sonst wird es wahrscheinlich gehen. Wir wollen jetzt mal bei einem Haus fragen, ob die vielleicht ein bisschen Wasser für uns haben. Aber es sieht nicht so bewohnt aus. Mal gucken. Also es sieht nicht so aus, als ob jemand da im Moment wohnt oder zu Hause ist. Aber wir haben Wasserhahn gesehen. Und da das nicht richtig zu ist, gucken wir einfach mal, wie das Wasser aussieht, was da rauskommt. Doch zu. So. Gucken wir erstmal, ob da auch überhaupt was rauskommt. Hier haben wir wohl kein Glück. Hier ist zwar keiner, aber hier draußen vor dem Haus haben wir einen Wasserhahn gefunden. Und da kommt sogar Wasser raus. Und es sieht sehr klar aus. Oder? Ja. Schmeckt gut? Das schmeckt normal. Das nehmen wir. Wir werden schon nicht dran sterben. Sieht auch sehr gut aus, also. Dann füllen wir mal alles auf, weil man weiß ja nie, wo die nächste Wasserquelle kommt, ne?
Und mit dem erfreulichen Finden des Wassers haben wir auch den Pass geschafft. Zwar noch nicht alle Höhenmeter, aber schon mal den Pass. Jetzt geht es für uns nach dieser Schotterpiste zu einer etwas größeren Straße. Und dann geht es da weiter, die Berge hoch. Nachdem wir hier jetzt schon unser Abendessen gegessen haben, ich denke, zwei Portionen Pommes werden erstmal reichen, machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem Campspot schon, denn es ist auch schon 19 Uhr und wie man vielleicht sieht an mir, ist es auch ordentlich kalt hier oben. Deswegen haben wir uns ein bisschen was übergezogen und machen uns jetzt auf die Suche. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go, spend my coin for show. So, wir sind jetzt von der Hauptstraße abgefahren und suchen uns jetzt hier gerade einen Spot zum Wildcampen und haben, glaube ich, auch was ganz Gutes gefunden. Hier ist nämlich einfach so ein bisschen Wiese mit ein paar Büschen und ansonsten ist hier nichts außer eine Ruine. Und hier stellen wir heute Nacht unser Zelt auf. Unser Zelt steht und wir werden jetzt auch gleich ins Bett gehen. Genau, wir sind ganz schön kaputt, obwohl wir gestehen müssen, dass wir nicht die 1300 Höhenmeter gemacht haben, wie angekündigt, sondern nur 1000. Ja, die restlichen 300 heben wir uns noch für morgen auf, denn es ist jetzt schon dunkel geworden und ja, jetzt bleiben wir halt einfach hier. Genau, also sehen wir uns morgen früh und dann gibt es noch ein paar Höhenmeter. Guten Morgen von unserem wunderschönen Wildcampingplatz. Wir haben richtig gut geschlafen hier, denn hier oben ist es echt ein bisschen kühler als unten an der Küste. Immer so um die 5 bis 10 Grad kühler. Deswegen war es heute Nacht auch ganz schön kalt, aber mit unserem Schlafsack kein Problem. Wir konnten uns richtig schön einkuscheln in den, haben deswegen auch ein bisschen länger geschlafen und machen uns nun aber auf den Weg, denn heute geht es für uns die letzte Etappe hier durch Montenegro. Dann sind wir nämlich schon an der Grenze nach Bosnien. Kleiner Funfact übrigens nochmal zu Montenegro. In Montenegro ist der Euro das offizielle Zahlungsmittel und das, obwohl Montenegro gar nicht Mitglied der EU ist. Aber die haben einfach einseitig den Euro eingeführt als Zahlungsmittel und die EU ist da nicht so ganz begeistert von. Aber der montenegrinische Finanzminister hat irgendwie vor einem Jahr oder so nochmal gesagt, sie wollen ja Mitglied der EU werden und sind auch Beitrittskandidat und dann führen sie auch den Euro ein. Und es wäre ja schwachsinnig, jetzt nochmal eine eigene Währung rauszubringen. Und in ein paar Jahren haben sie dann wieder den Euro. Heute sind wir wieder auf richtig schönen kleinen Straßen unterwegs und sind jetzt auch schon bald an der Grenze zu Bosnien und Herzegowina. Wir müssen jetzt nur noch einmal die paar Höhenmeter, die wir gestern ja nicht mehr gemacht haben, nachholen und hier noch einmal über den Berg und dann sind wir schon gleich an der Grenze. Musik.
Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir sind jetzt so gut wie am Gipfel des Berges angekommen. Es sind noch 10 Meter da in die Richtung. Die schlechte ist, das bringt uns leider gar nichts. Wir müssen diesen Berg jetzt wieder runterfahren und einen anderen Berg hoch, denn der Grenzübergang, der hier hinter dem Berg wartet, ist leider geschlossen für alle Leute, die nicht aus Bosnien oder Montenegro stammen. Deswegen müssen wir zu einer Hauptstraße und zu einem Hauptgrenzübergang. Ja, hier sind eben ein paar Deutsche waren das auch, die hier mit dem Auto fahren, angehalten und haben uns gesagt, dass der Grenzübergang geschlossen ist. Wir sind ganz froh, dass die uns das jetzt noch gesagt haben, weil sonst wären wir nämlich da jetzt runtergefahren und hätten dann ja auch noch hier wieder hochgemusst. Von daher genießen wir jetzt hier die schöne Abfahrt und Genau. Dann geht's einen anderen Berg wieder hoch. Wir hatten eine schöne Abfahrt, sind unten angekommen und sind jetzt schon wieder auf dem Weg nach oben. Jetzt müssen wir noch 440 Höhenmeter machen bis zur Grenze nach Bosnien. Und ja, es ist schon relativ spät, schon 17 Uhr gleich. Aber wir wollen heute auf jeden Fall noch die Grenze erreichen. Deshalb, ja, müssen wir ein bisschen Gas geben. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt viel steiler ist als vorher oder ob es auch einfach daran liegt, dass uns langsam ein bisschen die Kräfte ausgehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein kleines Stückchen, wo wir schieben müssen. Oben angekommen. Wir haben es geschafft. Wir sind ein bisschen kaputt, aber jetzt geht es ja bergab. Der Haken ist nur, bergab geht es natürlich auch auf dem Schotter weiter. Aber gut, wir wollen ja nicht meckern. Wir sind angekommen an der Grenze und jetzt verabschieden wir uns von Montenegro. Es war wirklich schön hier. Die ersten 2 Tage haben nicht so gut angefangen an der vielbefahrenen Küstenstraße, aber danach wurde es immer besser. Als wir dann erstmal über die Berge waren, beziehungsweise auch schon der Weg dahin, das war richtig schön, also richtig landschaftlich, total schönes Land. Jetzt freuen wir uns aber auf Bosnien-Herzegowina und das seht ihr dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.